Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Mirza und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video, Leute. Denn viele von euch haben es diese Woche mitbekommen, dass uns ein ganz besonderer Spieler, ein ganz besonderer Weggefährte verlassen hat. Er ist nämlich in den Urlaub geflogen und war leider nicht mehr anwesend, wurde von mir discarded. In den Urlaub, nämlich Cristiano Ronaldo in Form 95er. Und wie es ja nun so ist, war das anscheinend wie ein Segen. Denn ich hatte nämlich eine brillante Idee, wie ich den Kollegen schneller als gedacht in einem verstärkten Zustand wieder in mein Team zurückholen kann. Und wie ihr im Hintergrund auch schon sehen könnt, ihr seht, dass mein Team von dem Video, was ich gestern erstellt habe, und hochgeladen habe, sich ein bisschen verändert hat. Ihr seht nämlich auch, dass Nainggolan Team of the Season hier dabei ist. Oben aber jetzt Bale ist. So, das hat den Grund, dass ich Messi Team of the Year verkauft habe. Um 2,6 Millionen. Und da ich das gemacht habe, habe ich mehr als genug Coins, um mir einen alten Kollegen wieder zurückzuholen. Vorzeitig aus dem Urlaub quasi. Und der Plan war nämlich, dass ich, wenn ich Messi verkaufe, mir Salah Team of the Season hole, der nämlich auch überragende Werte hat, check den ab, als Super Sub. Da Messi ja sowieso immer auf der Bank gespielt hat, habe ich vor, mir Salah zu holen. Und jetzt bleibt mir genug Geld, ihr seht es hier oben nämlich, 3,336 Millionen, um mir 98er Striker Ronaldo zu holen. Also man kann ja eigentlich sagen, warum holt man nicht einfach hier Team of the Year Ronaldo, ja, oder Team of the Season Ronaldo und stellt den einfach in die Mitte. 7 Chemie ist doch in Ordnung, ja, der geht genauso mega ab und das ist auch vollkommen korrekt. Aber ich habe mir überlegt, ich hole mir den Striker Ronaldo aus dem Grund, weil ich möchte irgendwann auch mal wieder das Team variieren, ja. Und ich würde vielleicht irgendwann mal gern wieder Messi da vorne hinstellen mit Ronaldo, ja. Und wenn ich aber Messi dort hinstelle und ich aber einen 7 Chemie Strike, also 7 Chemie Ronaldo in der Mitte habe, hat Ronaldo dann nicht mehr 7 Chemie, sondern 5 oder 4 Chemie. Und der lässt sich dann nicht mehr so ein Eis spielen, wie jetzt 7 Chemie, was noch in Ordnung ist, ja. Und wenn ich aber den Striker in der Mitte habe, hat der statt 10 Chemie 8 Chemie. Das ist vollkommen in Ordnung, ja. So kann ich viel variabler sein mit der Teamauswahl, mit den Spielern. Und deswegen investiere ich halt ein bisschen mehr und hole mir den Striker. Ich hole ihn mir jetzt einfach. Come on, baby. Come back home. Leiser, my friend. Wir haben vermutet, wir schaffen es vielleicht mit Striker. Schaut euch dieses Team an, Leute. Mit diesem Team werde ich jetzt am Wochenende antreten in der Weekend League. Sieht das nicht geil aus? Sieht das nicht geil aus? Holy moly in the Himmel. Oh Mann. Es war mir eine Lehre. Man muss sagen, es war mir eine Lehre. Fakt ist, und Punkt aus, und ich stehe dazu, Fakt ist, ich habe eine Challenge gemacht, ich habe die Challenge nicht geschafft und ich habe das gemacht, was ich gesagt habe und ich habe Ronaldo discarded. Ich habe daraus gelernt, ganz egal aus welchem Grund es auch immer war, Fakt ist einfach, ich habe es nicht geschafft, Punkt aus. Dazu stehe ich und das ist es.